Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play BeamNG Drive. Nein, GTA 5 Mod-Vorstellung. Und jetzt ist es mir das erstmal komplett passiert. Denn es ist irgendwo ein Einsatz, dass ich BeamNG Drive anstatt GTA 5 Mod-Vorstellung gesagt habe. Ja, jedenfalls heute will ich mich erstmal dafür entschuldigen, dass am Mittwoch keine Folge kam. Das hat leider mit Installationsproblemen zu tun, denn die eine Mod wollte sich nicht installieren lassen und ja, das hatte was mit der Rockstar Social Club Version zu tun. Da wollte ich heute nochmal die neu installieren. Start einmal kurz GTA 4 und die Mod ist dann irgendwie doch installiert gewesen. Also muss ich das Spiel irgendwie zweimal neu starten. Frag mich nicht warum. Und ja, das war ein Verbrecher. Ganz klar. Jedenfalls, heute haben wir eine kleine Mod, die eigentlich ziemlich cool ist, denn sie verbessert viel an der Authentizität. Also an der... Jetzt fällt mir kein richtig gutes Vergleichswort dafür ein. Nein, die sind auch keine Leichen, kann ich garantieren. Jedenfalls, sie verbessert viel an den Autos. Also, ändert ein paar Texturen, macht es später um einiges realistischer. Hau ab! Scheißhund. Und ja, jedenfalls, solange es halt eben noch keine richtigen LAPD-Cruiser gibt, hat man halt eben sowas. Einerseits, was man zum Beispiel an den Serien sieht, haben wir... Ich muss da ein bisschen über die Musik reden, tut mir leid, aber das ist nicht da. Okay? Haben wir jetzt in jedem Kennzeichen California, statt San Andreas. Das können wir auch, wenn wir den Wagen mal anhalten. Hopp, LAPD, danke. Sehen wir es da unten auch. California. Nein, bleib raus. Und ein Taser hinterher. Gut. Ups. Ja, jedenfalls, wir haben jetzt hier überall an den Kennzeichen California, statt San Andreas stehen. Also, wie es ein echtes. Und das zweite coole ist, dass wir, jetzt hier Police Cruiser, haben wir jetzt hier die richtigen Anzeigen. Einerseits Keep Your Distance, Drive Safe, weil es normal drauf ist. Aber hier haben wir in den Emergency Call LSPD, das war auch drauf. Aber worum es eigentlich hier geht, was es ändert ist, hier ist City of Los Angeles, founded in 1781, to protect and to serve. Also die richtigen Sprüche und das richtige Logo. Können wir mal raufzoomen mit dem Scharfschützengewehr. City of Los Angeles, auch das richtige Logo und alles. Und das ist schon ziemlich cool. Ich weiß nicht, können wir davon... Lass uns mal davon ein Snapmatic machen. Fürs Thumbnail. Ein Snapmatic. Ich will das Raster aushaben. Jetzt bist du eigentlich noch ein bisschen... Ja, da kommt der Krankenwagen. VW, würde fährst uns um. Oder den Wagen. Dann gäbe es da ein bisschen Stress. Sie haben natürlich wunderschön stehen, City of Los Angeles, founded in 1781. So, das gibt's auch nicht nur beim normalen LSPD-Cruiser, dass wir hier die schön ihre Arbeit verrichten, sondern auch beim, nicht beim Stealth and Undercover, sondern auch hier beim normalen Streifenwagen natürlich, to protect and to serve. Und Police 3 hat das nicht, da der keine LSPD-Zeichen hat. Ja, auf jeden Fall, das ist eigentlich eine relativ simple Mod, das ist sie auch schon. Download-Link ist auf jeden Fall unten in der Beschreibung. Ist halt eben gut, wenn ihr es ein bisschen realistischer haben wollt. Und ja. Gut, soweit dann eigentlich auch schon zu der Mod. Denkt dran, wenn ihr Mod-Vorschläge habt, oder einfach unten in der Beschreibung auf den Link zum Google-Formular klicken und da werde ich ihn immer sehen. Wenn mir was gefällt, werde ich es anklicken. Und ja, bald dürften auch, also jetzt ist es übrigens möglich, wie ihr mit der Mod auch seht, Texturen zu ändern. Das ist schon ziemlich cool. Gibt auch Kleidungsmods und Charaktermods und vielleicht haben wir bald, also es dürfte nicht mehr lange dauern, dass wir auch Fahrzeugmods haben. Also da dauert es echt nicht mehr lange und da freue ich mich natürlich richtig drauf. Und auf jeden Fall, ich will nicht zu lange labern. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hauptsächlich gefallen, dann sage ich tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer GCG.